Du bist natürlich aus gutem Grund hier, nämlich aufgrund der Hamburger Zaubernächte. Richtig, morgen geht's los. Morgen geht's los um 20 Uhr mit Zink und seinem unglaublichen Programm Schrott, wie der Name schon sagt. Ist ein bisschen ungewöhnlich, unorthodox, aber zauberhaft bis dorthin aus. Von Freitag bis Sonntag das Ganze, richtig. Die Hamburger Zaubernächte zum vierten Mal insgesamt. Ja, genau. Wie sieht es in dir aus aktuell? Reine Vorfreude oder ist man doch so ein bisschen angespannt? Das ist voller Spannung. Erstmal erwarte ich noch meinen Kollegen aus der Schweiz, das ist der Peter Honegger, der dann am Samstag sein Secrets präsentieren wird. Den werde ich nachher vom Bahnhof abholen und ich hoffe, er kommt pünktlich. Das ist dann immer auch so, kommen die Künstler, wo sind die Künstler? Mit dem Sprechwerk, in dem wir die Zaubernächte durchführen, muss ich dann auch noch ein paar Vorbereitungen treffen. Das ist dann immer so eine Spannung, die in einem ist. Ja, das Sprechwerk ist eine neue Location. Das ist für uns eine neue Location, ja. Ich war letztes Jahr im Spiegelsaal hier in Hamburg, das war sehr schön, aber wir brauchen einfach ein bisschen mehr Platz, speziell also auch für Zink, für sein Schrottprogramm. Der hat große Apparaturen, das sind Kunstwerke, die er an sich hat und die brauchen einfach ein bisschen Platz. Ja, zum vierten Mal das Ganze schon. Wir sehen da vorne auch ein Plakat, ein paar Infos mit einem ganz tollen Titelbild. Ja, da freue ich mich sehr. Hier der sehr bekannte Hamburger Künstler Holger Mattis hat uns das Plakat gestaltet. Freue ich mich riesig, dass er das gemacht hat und solche Unterstützungen sind natürlich wunderbar. Was würdest du sagen, ist das Erfolgsrezept von den Hamburger Zaubernächten? Ach, ich glaube, Zauberkunst, so wie sie in diesen Zaubernächten gezeigt wird, mögen die Menschen. Also da geht es ja nicht nur um Trick, 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 sondern es geht um eine Inszenierung, theatralisches Vorführen. Wir haben Zeit. Das ist ja immer schön, wenn das Publikum zum Zauberer kommt und man hat dann wirklich gemeinsam Zeit, etwas zu erleben. Und ich glaube, das mögen die Zuschauer. Wieder so eine Live-Situation. Wie wichtig ist bei deinen Auftritten die Interaktion? Die ist für mich sehr wichtig. Nicht? Kommunikation ist ja nicht nur einseitig, dass ich zu den Zuschauern spreche, sondern dass auch die Zuschauer mit mir sprechen. Nicht? Wir laden sie auch ein, auch bei den Zaubernächten. Auch Sebastian Nikolas, der dann am Sonntagabend seinen magischen Abend gestaltet, lädt auch die Zuschauer ein, um mit denen zu kommunizieren und er liest sogar deren Gedanken. Also das ist ganz wichtig. Ja, jetzt wäre natürlich Aber die Zauberei hat mich immer schon verfolgt und irgendwann muss man sich entscheiden, was ist Hobby, was ist Beruf. Dann kam der Jean Pütz vom WDR dazu, der hat mich mal bei einer Veranstaltung gesehen und dann war ich plötzlich im Fernsehen und dann ist das so gekommen. Der hat dich quasi entdeckt? Der hat mich entdeckt, Wie lief das Zusammentreffen genau ab oder diese Kontaktaufnahme? Das war eigentlich sehr schön. Haben wir noch mal ein bisschen Zeit? Ja, klar. Also ich zeigte nämlich etwas auf der Straße, das war damals in der Zeit von Uri Geller. Uri Geller hat ja diese Löffel verbogen und die Uhren wieder heil gemacht. Welche Kamera kann ich nehmen? Die da zum Beispiel, Die 3 blinkt gerade. Gut. Also dann habe ich den Löffel genommen und dann habe ich den fixiert, den Löffel. Und dann habe ich so eine kleine Parodie auf den Uri Geller gezeigt. Und dann passierte plötzlich etwas. Das gibt's ja gar nicht. Und in diesem Moment kam aus dem Zuschauerraum, es kostet mich jedes Mal einen Löffel, kam der Jean Pütz auf mich. Ich habe Straßenzauberei gemacht, soll ich dazu sagen. Nicht? Das war so, war einer der ersten, der in Deutschland auf der Straße gezaubert hat. Und da kam der Jean Pütz aus dem Publikum heraus zu mir und sagte, Junge, das hat mir gefallen, kannst du das im Fernsehen zeigen? Ja, und dann war ich plötzlich gesagt, klar, warum nicht, ne? Machen wir doch. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich bei ihm eine Sendung gemacht, habe ich noch eine Sendung gemacht, dann war ich in anderen Sendungen. Dann habe ich 4 Jahre lang interaktive Zauberei live gemacht im WDR, jeden zweiten Dienstag. Also das war also dann letzten Endes mein Beruf. Du warst aber auch natürlich in der Welt unterwegs, USA, England. Wie würdest du so die Unterschiede beschreiben, diese Zaubershows vielleicht, wenn man jetzt als Extrembeispiel Las Vegas nimmt, im Vergleich zu deiner Galerie vor 20 Leuten? Ja, Las Vegas ist natürlich schon Pflaster für sich. Da denke ich lieber an Kathmandu, da war ich in der Stadthalle. Das war vom Publikum schon für mich das Beeindruckendste von den vielen ausländischen Gastspielen. Ja. In Kathmandu, in Nepal, vor den Menschen zu zaubern, das war eine ganz besondere Freude. Die sind mit so einer Leichtigkeit an meine Vorstellung herangegangen. Ich lasse dann manchmal ein Glas Orangensaft erscheinen und da haben die nicht geklatscht, die haben gelacht. Dann habe ich später meinen Übersetzer gefragt, warum lachen die? Dann haben die gesagt, ja, das können sie sich gar nicht vorstellen, dass da jemand ist und Orangensaft zaubert. Nicht? Also die hatten ein sehr schönes Gemüt für die Zauberei. Das war somit das Schönste. Las Vegas ist abgeklärt. Ja. Morgen ist Freitag. Morgen ist Freitag. Beginnen die Zaubernächte. Richtig, und morgen ist das Tierheim Süderstraße bei uns zu Gast. Mit Tieren zur Vermittlung. Da kommt mir jetzt so als Laie immer so dieser Trick mit einem Zylinder und einem Kaninchen in den Sinn. Ja, du zauberst niemals mit Tieren. Nein, das habe ich eigentlich durch Beuys so erfahren, dass man das Tier genauso achten sollte wie den Menschen. Mhm. Und Marco, ich meine, damit verrate ich ja kein Geheimnis, aber wenn etwas erscheint, muss es ja vorher irgendwo gewesen sein. Und wenn ich jetzt ein Tier erscheinen lassen will, dann muss es auch vorher gewesen sein. Und das finde ich schon eine Tierquälerei, ein Tier zu nehmen und sagen, so, jetzt bleibst du da, bis ich dich dann aus dem Dunkeln heraushole. Das finde ich eine ziemliche Überheblichkeit. Ja. Das mag ich nicht. Okay.
Sehr guter Ansatz, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Ehrenwert. Ist natürlich immer diese Sache, ein Zauberer verrät niemals einen Trick. Wie oft kommen Leute zu dir und wollen einfach einen kleinen Tipp und sagen, bitte sag doch nur so einen kleinen Hinweis. Also erstmal mag ich schon das Wort Verrat nicht. Verrat klingt immer nach einer kriminellen Handlung. Ja. Aber ich bin in meinen Vorstellungen, gebe ich schon ein paar Einblicke. Das werde ich vielleicht auch nachher tun. Wenn wir Zeit haben, kann ich ja gerne noch etwas zeigen. Mhm. Ich möchte meine Kunst transparent machen. Und ich glaube, Kunst kann nur auch dann Respekt bekommen, wenn man sie transparent macht, wenn der Zuschauer weiß, was dahinter verborgen ist. Wir wissen, wie schwierig es ist, ein Haus zu bauen. Wir wissen, wie schwierig es ist, eine Operation durchzuführen. Und beim Zauberer sagt man immer, ach, so einfach ist das. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Man muss ja sehr viel denken, um es so einfach zu machen. Und das versuche ich dann ab und zu in meinen Vorstellungen schon zu erklären. Ja, zum Beispiel der Löffel würde mich interessieren. Darf ich den nochmal sehen oder ist der jetzt weg? Ja, den können wir nachher nochmal zeigen. Okay. Ja, vielleicht kannst du mir einen Hinweis geben, wie das in etwa funktionieren könnte. Ist eigentlich dir schon mal irgendwie unserem Frühstückstisch. Magischen Besuch hatten wir heute Morgen. Deutschlands bekanntester Zauberer war bei uns, Vitus Witt. Er hat Tricks gezeigt, zum Beispiel einen Löffel verbogen mit bloßer Hand und hatte so einen kleinen Beutel dabei, wo ein Frühstücksei immer rein und raus gezaubert hat. Ich bin nicht so richtig dahinter gekommen, wie es funktionieren könnte. Ich könnte Ihnen auch ein paar Zaubertricks anbieten, aber es beschränkt sich zum Beispiel auf diesen hier oder auf den. Ich merke schon, Sie sind restlos beeindruckt. Ich lasse das Ganze lieber sein. Wir gucken lieber noch mal rein, was Vitus Witt heute Morgen bei uns so gezaubert hat im Frühcafé. Ja, das ist in der Tat eines meiner liebsten Kunststücke. Das zeige ich sehr gerne und frühmorgens passt das natürlich wunderbar mit so einem kleinen roten Beutel. Der ist außen genauso hellrot wie innen dunkelrot und es ist kein Mensch da drin verborgen. Aber man kann damit dann tatsächlich zaubern. Einfach mal nämlich so in die Luft greifen, reinwerfen, reingreifen, rausholen, dann ist mein Frühstücksei erschienen. Tja, und so wie das Ei erschienen ist, kann es auch wieder verschwinden. Einfach das Ei zurück in den Beutel geben, 1, 2, 3 zählen, dann ist der Beutel wieder leer. Das Ei ist verschwunden, ist wirklich ein tolles Kunststück. Jetzt habe ich natürlich vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Unterm Arm ist nichts, wenn Sie das vermutet haben, wirklich nicht. Also absolut keine Arm, gar nichts. Einfach so in die Luft greifen, reinwerfen, rausholen, ist es wieder da. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass ich so ein bisschen manchmal hinter die Kulissen schauen lasse. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch zeigen und erkläre Ihnen das auch so, wie ich es dann in den Zaubernächten zeigen werde. Also, wenn Sie das Ei in den Beutel geben, dann geben Sie es nicht wirklich rein. Sie nehmen es heimlich wieder mit raus. Hier ist es aber, nicht weiter sagen, nicht? So das Ei dann hinter den Beutel gelegt, dann kann man denselben leer zeigen. Auch so ausschlagen ist möglich, nur nicht ganz so hoch, das wäre verräterisch, nicht? Und beim Zurückkrempeln das Ei dann einfach so wieder reinfallen lassen, dann reingreifen, rausholen, ist eigentlich einfach. Es gibt allerdings auch eine Schwierigkeit dabei, auf die ich Sie auch aufmerksam machen möchte. Wenn Sie nämlich das Ei scheinbar in den Beutel geben und in Wirklichkeit ja wieder mit rausnehmen, kann es jetzt sein, dass Sie gefragt werden, warum Sie die Hand so komisch halten. Tja, was machen Sie dann? Ist eigentlich auch ganz einfach. Das Ei schnell zerreiben, in die Luft legen, liegen lassen, Beutel in aller Ruhe leer zeigen. Ei sind sehr los, ne? Liegt dort ja. Nun, und zum Schluss, dann müssen Sie es wieder erscheinen lassen. Und dazu greifen Sie in die Luft. Vorausgesetzt, Sie wissen noch, wo Sie es hingelegt haben. Werfen rein, greifen rein, holen es raus und können Ihren Applaus entgegennehmen. Und den, hoffe ich, bekomme ich dann auch während der Zaubernächte hier im Sprechwerk. Vielen Dank. Vitus Witt heute Morgen bei uns, sehr beeindruckend. Und Tickets für die Zaubernächte gibt es zu gewinnen auf unserer Facebook-Seite. Das war